wissen es halt einfach. Ja, okay. Aber dann ist es ja egal, weil das ist genau, halt legit ist im Spiel halt auch so, okay, sag mir jetzt die Antwort. Genau. Wichtig ist nur, dass wenn wir eins auswählen, immer alle gleich antworten, weil sonst fliegt einer raus und dann können wir nicht mehr zusammen spielen. Ja? Ja. Genau. Also wenn was Schlimmes passiert, dann kann man immer noch den Stream hier aufmachen, um die Frage zu lesen von einem anderen. Ne? Das geht auch noch. Würdest du dann bei Chat sagen, du machst eine Umfrage bei dir im Chat? Genau, ich mache dann eine Umfrage und dann sage ich 1, 2, 3, 4, dann stimmen die ab und der Bot wirft dann raus, was die Top-Antwort ist. Aber, ja. Also wir haben da so einen Bot, der das einfach dann ausgibt. Ja, dann machen wir das einfach über deinen Chat. Ja. Okay, 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 cool. Dann mache ich gerade mit Streamtitel. Ist Chiara schon wieder da? Ich war nie weg. Du warst nie weg. Schade. Ich war nie weg, finde ich gut. Moment, wir müssen, aber jeder muss es für sich steuern. Ja. Genau, okay. Du musst den Link aufmachen. Habe ich, ja. Genau, und dann klicken wir gleich alle auf Spiel des Tages und dann geht's einfach los. Also muss ich bei Wussten Sie schon einfach auf OK erstmal drücken? Ja. Ah ja. Bist du im Menü? Wie macht die Musik aus? Da. Soll ich die ausmachen? Ich habe das schon besprochen, aber ich habe mich zugehört, dass du die Ich würde es ausmachen, ja. Okay. Ich lasse die an, mir ist egal. Ich spiele mal mit. Ach, Matteo ist da nicht so. Ja, du bist ja auch nicht verklagt. Also, ja, das ist genau, Bonjour ist halt am Arsch, nicht ich. So, auf jeden Fall, okay, dann machen wir Chats weg, würde ich sagen. Also Chats aus. Ach so, ja, stimmt. Ja. Guter Punkt. So, okay. Und dann legen wir los. Also, ja, einfach alle Spiel des Tages drücken. Los geht's. Zählst du runter? Jetzt schon? Nee, okay. Zählst du runter? Ah, warte mal. Nee, wir können halt drauf drücken, weil da kommt erstmal die Frage. Möchtest du mit Zeitlimit spielen? Nein, kein Zeitlimit. Und aber mit Risiko. Wählen Sie? Genau, Risikovariante könnten wir machen. Dann haben wir noch diesen Eine-Person-Joker. Und dann könnten wir auch jemanden anrufen. Weil sonst können wir nur einmal einen anrufen. Okay, also mit Risikovariante. Genau. Ja, auf jeden Fall. Weil wir wollen ja die Millionen haben und nicht irgendwo dann sagen, okay, wir hören auf. Genau, genau, genau. Aber wenn wir so 250.000 haben, ne, dann gibt's gar nicht. 125. Warte mal, bei mir ist Zeit. Dann würde ich schon eher nach Hause gehen. Ja, dann hast du dich verklebt. Ja, weil du jetzt erstmal diese Auswahlfrage hast. Oder nicht? Ach so, warum ist denn das drin? Ach so, ja, okay. Dann kann ja jeder klicken, wie er will. Ist ja egal. Ich muss mir einfach Werbung angucken. Natürlich nicht ganz so spektakulär aus. Aber können wir losgehen? Lauf auch raus. Ja, weil ehrlich gut. Damit wir weiterhin so viele Sorten haben können, setzen wir uns für mehr Artenvielfalt ein. Ich habe alles richtig. Wow. In wie vielen Sekunden? Ja, ich habe lang gebraucht. Eine Stunde stand da. So, okay, ich lese die Frage mal vor. Also für 50 Euro. Waren mehrere Leute daran beteiligt, hatte der Erfolg viele Nichten, Onkel, Cousinen, Väter? Was wäre euer Väter. Hätte ich auch gedacht. Aber das ist, ey, ohne Scheiß, es gibt manchmal so Fragen, die ganz low sind, wo ich immer so denke, so, ich weiß es gar nicht genau, habe ich noch nie gehört. Aber ja, viele Väter. Wir nehmen alle D, ja? Ja. Moment mal. Was muss ich denn drücken? Ich habe Gemüsepflanzen gedrückt und da passiert nichts. Ja, so, du musst das ist die Auswahlfrage. Da musst du halt, weißt du, wenn du auf dem Stuhl sitzt, kriegt ja jeder so eine Schnellsein-Frage. Genau. Die musst du halt auch machen. Danach kommst du rein. So alle auswählen. Genau. So lange nicht mehr, okay. Ja. Wäre auch nicht schlimm, wenn du es falsch hättest, glaube ich. Aber mach's mal richtig, lieber. Okay, ja. Macht man Cam dann am besten. Jetzt waren mehrere Leute daran beteiligt. Ich glaube sogar, die Cam in die Mitte einfach, da wo das Logo ist, ist gar nicht so doof, weil da ist ja nichts. Dann verdeckst du keine Joker und keine Punkte. So schlau. Keine Frage. Ja. Auch ein blödes Saying, ne? Ja, finde ich auch. Ich kenne das nicht. Genau. Also, nicht, dass wir jetzt rausfliegen mit 50 Euro, dann ist vorbei, ne? Onkel. Ja, nein. Ist schon. Ernsthaft? Weiß ich nicht. Nein, Väter. Ja, nein, nein, nein. Väter, ja. Das ist schon Väter, oder? Väter. Wir nehmen D, oder? Aber das habe ich auch selten gehört. Ja, ja. Außer okay. Chiara sagt jetzt auf jeden Fall Onkel. Nee, ne? Nee, keine Ahnung. Ich habe absolut keinen Plan. Okay, dann krass. Mal Väter. Okay, wir nehmen für alle D, Väter. Ja, ist doch falsch. Ist falsch. Ich bin raus. Nein. Okay, für 100 Euro. Geht es dem Schäfer nicht schnell genug, ruft er womöglich, gib Mikrowellen. Gib Kühlschränke, gib Spülbecken, gib Gasherde. Gib Spülbecken. Gib Spülbecken, ja. Also wieder D-Gasherde. Ja, okay. Das sind meine liebsten Fragen. Das klingt Fragen. Auch so ein Jugendwort irgendwie. So, gib mal Spül jetzt. Ja, okay, wir nehmen alle D. Ich mag die Wortspiele auch immer, da sind die Redaktoren. Okay. Ja. Für 200 Euro wird jemand rehabilitiert, dann soll das wiederhergestellt werden. Dann soll was wiederhergestellt werden? Was wiederhergestellt werden, dankeschön. Reiner Klang, guter Ruf, letzter Schrei, fetter Sound.
Ja, das ist ein bisschen langweilig. Das ist ja. Der gute Ruf, ja. Ja, ja, das, da gehe ich mit. Wir nehmen B. Okay, bisher läuft's gut. Für 300 Euro. Im Gegensatz zu Holzpantinen handelt es sich bei Schuhen mit weicher, flexibler Sohle tatsächlich um Duckmäuser, Brücke Berger, leise Treter, Speiche Lecker. Ja, finde ich auch gut. Junge. C, leise Treter. Ja. Aber da, durch die Schuhe kommt Speiche Lecker? Oder was ist. Wo kommt das okay. Wort her? Wir können es ja so machen: Nein. Wir können reihum. Versucht immer einer zuerst zu antworten und dann der nächste. Ja. Also okay, ich also glaube, leise. Das sind alles halt Jokes, also beziehungsweise alles ja. Der gleiche Begriff für so Versager will ich jetzt nicht sagen, aber es schon ja. So negative ja, Begriffe ja, genau. Für Menschen. Mhm. Mhm, genau. Und Holzpantin ist halt, wenn deine Sohle aus Holz ist, ja mega laut und das einfach ins Leise guten ist. Guten holländischen. Genau. Im guten alten. So, wir nehmen C. Die Frage vorlesen? Ja. Ja. Erzielt einen Fußballer kurz vor Schluss des 2:0, macht er im Reporter-Jargon A, die Herdplatte an, B, das Wasser heiß, C, die Nudeln rein, D, den Deckel drauf. Die Soße drauf. Ja, ich würde hier mit D gehen wahrscheinlich. Ja wäre ich dabei. Ja. Den Deckel drauf. Den Deckel drauf. Okay, ich lese die nächste vor. Ja. Was wurde vor Solidarität und Flexit in Deutschland zum Wort des Jahres 2021 gekürt? A. Wellenreiter, B. Wellensittich, C. Wellenbrecher oder D. Wellenbad? Und ich glaube, es ist C. Wellenbrecher. Es ging da um das Brechen der Corona-Wellen. Ey, das hätte ich nicht gewusst. Ich hätte das geraten. Ich hätte das auch geraten. Ich hätte auch geraten, C, aber ich hätte es auch nicht genau gewusst. Ja. Ich hätte es auch nicht gewusst. Ich meine, also, Wellensittich und Wellenbad ist irgendwie ein bisschen komisch, oder? Also Flexit ist Pflege Pflege-Exit sozusagen. Pflege-Exit und Solidarität, aha, was ist das? Da bin ich auch lost. Spielt das an? Hm. Aber ja, Wellenbrecher AHR, klingt gut. Was ist AHR? AHR. Ist das irgendwas mit also das Solidarität und da hat man ja ganz viel Solidarität quasi gegenüber Krankenhäusern, Pflege und sowas gezeigt. Hat AHR irgendwas damit zu tun? Ich weiß es nicht. Weiß es auch nicht, keine Ahnung. Okay. Ja, aber da du da so sicher warst, würde ich einfach sagen, wir nehmen C, Wellenbrecher. Ich guck mal. Ich hab schon gedrückt. Ach so, ja gut, dann let's go. War falsch. War richtig. War falsch. Wie fies. Ach, okay, klar. Das liegen im Ahrtal. Das war Solidarität fürs Ahrtal. Hochwasser. Ah, oh, okay, das okay. Ergibt Sinn. Aha, natürlich. Okay. Bin ich jetzt Wochenende erst vorbeigefahren, weil bei unserem Pfadfinder-Camp sind wir in der Eifel gewesen und das ist direkt bei der A. Und da sind wir einmal, da bin ich zum ersten Mal an diesem Fluss entlang gefahren und die Zerstörung kannst du immer noch sehr gut da sehen. Immer, okay. Das ist heftig. Ja, Chiara, liest du mal vor. Gut. Für einen neuen Rekord im Bundeskanzleramt fehlten Angela Merkel am Ende A. ein paar Minuten, B. wenige Stunden, C. rund anderthalb Wochen, D. knapp 8 Monate. Das weiß ich nicht. Ich sage C. Weiß das jemand von euch? Boah. Ich weiß es auch nicht, aber bei der Fragestellung, also ist es wirklich, ist es, da würde ich immer davon ausgehen, dass es irgendwas Knappes war, ansonsten wäre die Frage halt gar nicht entstanden, oder? Bin ich aber bei dir. Es kann auch sein, dass es trotzdem, also für mich sind das, klingt das immer noch so nach wenigen Minuten oder wenigen Stunden und nicht. Also, 8 Monate. Ist es irgendwie, Kohl hatte die längste Bundeskanzleramt oder was? Und dann war Angela Merkel fast. Genau, die war kurz davor, das weiß ich noch. Aber es waren definitiv weniger als knapp 8 Wochen. Monate. Ich meine, es war knapp 8 Monate, Entschuldigung. Ja. Ich meine, es war auch mehr als ein Tag. Also es müsste C sein. Wochen. Aber ja, D würde ich ausschließen. D klingt irgendwie so nach so viel. Aber das kann trotzdem. Ein paar Minuten ist ein ultra knapp, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja, und das ist so komisch. So, dann würde man, ja. Dann hätte ja noch kurz warten können, ne? Ja, glaube ich nämlich auch. Genau, und bei Stunden genau. Es muss so lang genug sein, dass man nicht mehr wartet, weißt du? Ich glaube, dann hätte sie eine super lange Rede gesagt, so, ja, komm. So anderthalb Wochen würde ich sagen, so, nee, das ist zu lange, das ist jetzt komisch. Und bei Monaten wäre es ja nicht so knapp, oder? Keine Ahnung. Nee, ich glaube, es ist
Aber gamblen, also nehmen wir jetzt C. Oder also pass auf, ich habe in Erinnerung, es ist mehr als ein Tag gewesen und weniger als ein Monat. Das ist meine Erinnerung. Okay. Das ist nicht so dieses, okay, ich fühle die Fragestellung so, dass es so sein müsste, sondern ich meine, also 8 Monate sind auch viel zu viel. Wenn er jetzt 1 Monat gestanden hätte, hätte ich gestruggelt. Aber da wir quasi Stunden, 1,5 Wochen und 8 Monate haben, sagt mir meine Erinnerung C. Und es ist auch eine 2.000-Euro-Frage. Ich würde jetzt auch nicht glauben, dass sie uns so krass aufs Glatteis führen und dem besonders Komisches ist. Okay, dann nehmen wir jetzt C und versuchen uns Joker aufzuheben, in der Hoffnung, dass wir auf die Millionen kommen. Auf meinen Nacken. Okay. Okay, let's go. C. Oh, mein Herz! Okay. Was wird beim aus dem Matheunterricht bekannten Binärsystem üblicherweise verwendet? A und B, 0 und 1, Punkte und Striche, schwarz und weiß. Das ist 0 und schwieriger 1. Als ja, das nur, davor? Das ist ja wohl Quatsch. Ja, also 0 und 1, aber vielleicht sind wir da alle affin für. Aber wäre das dann wirklich der Matheunterricht? Also wäre das dann wirklich der Matheunterricht? Ja, rudimentär kommt es ja aus also der Mathematik. Also es muss ja Binärsystem ist, würde ich auch sofort 0, 1 denken. Ja, aber es ist einfach 2 hoch 0, 2 hoch 1 und so weiter. Es ist aber die Reihe. Und die wurde dann halt in der Informatik halt dann verwendet, um so Informationstechnologie, also einfach nur an und aus. Und damit haben die ganzen Zustände gemacht. Ja. Also so habe ich es damals gelernt. Ja, B, 0 und 1. Ja. Klicken alle? Okay. Aber ich kurz nur aus dem Informatikunterricht, so weißt du. Ja, ich hab's auch in Informatik dann. Hm. Ja. Oh, Vles kriegt die Frage geschenkt. Rapper Dr. Dre, einer der bestverdienenden Musiker der letzten 10 Jahre, machte sein Geld größtenteils mit dem Verkauf von Kopfhörern, Sneakern, Goldschmuck oder Kosmetikprodukten. Ja, mit Kopfhörern. Mhm. Ja. Beats by Dre, ne? Beats by Dre. Ah, ja. Beats sind von ihm, okay. Und die sollen ja voll schlecht verarbeitet sein. Ich weiß es nicht, ich habe keine, aber ich habe es mal so gehört, dass sie nicht so geil sein sollen. Hab auch keine. Ich habe welche. Okay. Und? Ach echt, und? Ja, ich habe so In-Ears halt, sind so kaputt. Zum Sport machen. Achso, okay, In-Ears. Da wüsste ich nicht, ob die für 1 Euro, ich wüsste tatsächlich nicht, ob das 5 Euro In-Ears sind oder 200 Euro. Ich kenne den Unterschied einfach nicht. Ja, bei 5 Euro In-Ears, die halten 2 Wochen und dann sind die kaputt. Ja, dann besser als 5 Euro. Das Bessere. Okay, alles klar. Dann nehmen wir A, Kopfhörern. Okay. Ach so, okay. Ja, gut, habe ich schon. 8.000 Euro. Okay, dann Peter. Nächste Frage. Was sollte Fachleuten und Herstellerfirmen zufolge alle 3 bis 5 Jahre ausgetauscht werden? A. Dartpfeile. B. Schießstöcke. C. Fahrradhelm. Oder D. Schwimmflügel. Das weiß ich leider nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich die Frage schon mal hatte und es waren die Schwimmflügel, aber das ist mir zu unsicher, um euch zu überreden. Also ich glaube erstmal, Skistöcke müssten häufiger gewechselt werden, weil die unfassbare Belastung. Aber schau mal, bei Skistöcken, die Belastung, die ist ja nie immer gleich. Das kommt immer darauf an, wie sehr du die benutzt. Und ich würde sagen, sowas, was ausgetauscht werden muss, ist etwas, wo man sagt, da ist das Material von sich selbst, hat eine Abnutzung, wenn es einfach rumliegt. So zum Beispiel bei Schwimmflügeln, entweicht der Weichmacher und deswegen werden die undicht und deswegen muss man die austauschen oder sowas. Die einzigen beiden Dinge, die ich mir erklären kann, sind auch dieses Federmaterial, also dieses Material im Helm, was unter der Haube ist quasi. Ja. Und ein Schwimmflügel, der halt undicht ist. Aber ich habe noch nie einen Schwimmflügel gesehen. Ich könnte meine Schwimmflügel von damals noch aufpusten, die wären einwandfrei. Aber vielleicht werden die irgendwann mal undicht. Genau, ja, das glaube ich nämlich auch, dass sie undicht werden. Und die Frage ist, wo braucht man, also Fachleute und Herstellerfirmen zufolge, das ist ja so eine Empfehlung. Und ist es wichtig bei Dartpfeilen? Also würde man bei Dartpfeilen, oder ist es vielleicht echt Dartpfeile? Nee. Aber die Sache ist bei Schwimmflügeln, warum? Da nicht den ganzen Pfeil aus, sondern nur das Hinterteil, oder? Die Frage ist, warum sollte ich nach 3 bis 5 Jahren nochmal Schwimmflügel nutzen? Du brauchst es auch nur für ein Kind und das wird älter und braucht keine Schwimmflügel. Ja, aber wenn du mehrere Kinder hast und du, weißt du, das zweite Kind ist viel jünger und dann nimmst du die vom ersten Kind und dann sagen die Hersteller, nee, kauf mal neue, weil die könnten... Und ich finde, auf Dartpfeil nehmen wir raus, einfach nur aufgrund dessen, dass es nicht darauf ankommt, wie viele Jahre man die benutzt, sondern wie häufig man die benutzt. Ja. Sprich, 3 bis 5 Jahre machen beim Dartpfeil ja überhaupt keinen Sinn. Aber bei Skistöcken das gleiche halt Prinzip. Ja, genau. Also C oder D. Und da ist auch so ein Sicherheitsding. Da würde ich auch sagen, okay, da ist eine Empfehlung vielleicht notwendig, weil da geht es um Leben oder so, oder um Sicherheit.
Beim Fahrradhelm ist es auch so, dass man den, also Fahrrad und ich weiß nicht, ob es Motorradhelm auch ist, aber die soll man doch nach einem Sturz auch auswechseln, oder nicht? Ja, das schon, das ist logisch, das genau. Ja. Aber warum sollte ein Fahrradhelm sonst schlecht werden, wenn er einfach nur rumliegt? Vielleicht wegen dem Polstermaterial, so. Keine Ahnung. Jetzt also kommt ich Fahrradhelm. Vielleicht wird es porös oder so. Ich denke, das Fahrradhelm sein. Ist das, was für mich am meisten Sinn ergibt. Grundsätzlich macht es am meisten Sinn. Ich habe aber, ja gut, das ist halt meine blöde Erinnerung. Was wir machen könnten. Schwimmflügel ergibt am meisten Sinn, weil es vor allem um Kinder geht. Also, was wir machen können, ich wüsste nicht, wen ich anrufen sollte bei der Frage. Oder habt ihr da jemanden, der irgendwie so Material-Experte? Ich könnte aus unserem Team jemanden anrufen in der Hoffnung, dass die Person bei der Folge mit dabei war und sich besser erinnert. Aber ich weiß auch nicht mehr, wer bei der Folge dabei war. Aber dadurch, dass wir sagen können, Dartpfeile und Schießstöcke schließen wir aus, wäre 50-50 hier auch interessant. Das wäre naheliegender Joker, ja. Ja. 50-50 wäre gut, denke ich. Ich würde 50-50 würde ich fühlen an der Stelle. Ich auch. Ich auch. Okay. Okay, dann nehmen wir jetzt aber alle den. Aber darf nur einer drücken, ne? Genau, nur einer darf drücken. Okay. Wer hat die Frage vorgelesen? Nee, wer wird die Frage vorgelesen? Ach so, das hab ich. Genau, dann drück du den 50-50. Okay, ich drücke jetzt. Jetzt ist A, B und dann sag es. Nein, okay, es sind noch B und C da und dann würde ich C nehmen. Ja, Fahrradhelm. Okay, okay. Wir nehmen alle. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst. Ich drücke nehmen jetzt. Runter? Ja, 3, 2, 1. Oh! Oh Gott. Ich hab zu früh gedruckt. Gedrückt. Ja, ist kein Problem. Chat, kann jemand sagen, warum das so ist? Würde ich auch gerne wissen. Ich traue mich jetzt nicht reinzugucken, weil die nächste Frage schon da ist. Ah, ja, Weichmacher vom Plastik härtet aus und die Flügel werden. Ach so, nee, das ist D, das ist falsch. Das war D, ja. Weichmacher habe ich ja auch gesagt. Okay, lass zum nächsten, bevor hier gespoilert wird. UV-Strahlung. Mit welchem Akronym sind vier für den europäischen Warenverkehr bedeutende Hafenstädte in Belgien und den Niederlanden gemeint? Das hatten wir auch schon. Lies vor. Achso, A, Otto, ich habe schon nachgedacht. B, Zara, C, Ikea, D, Lidl. Ist nicht Rotterdam immer dabei? Müsste das nicht irgendwas mit R sein? Dann müsste Zara sein. Aber was ist Z und A und A? Es ist... Amsterdam ist aber keine Hafenstadt, oder? Doch. Ja, oh, siehst du? Amsterdam, Rotterdam... Ja, ich meine es. Im BWL-Unterricht wurden in diesen Fake-Texten immer Rotterdam die Waren geliefert. Deswegen Und fällt euch belgische Städte mit Z oder A? Mir fällt Zandvoort ein. Zandvoort ist eine niederländische Stadt. Also Z ist wirklich sehr, also B ist wirklich sehr naheliegend, oder? Ja. Antwerp. Ikea. Lass uns mal kurz was. Also, was fallen uns denn für belgische Hafenstädte überhaupt ein? Ich kenne mich da gar nicht aus. Ich auch nicht. Ich leider auch so ein bisschen lost, ehrlicherweise. Aber ich meine, wir haben es alleine. Antwerpen, oder? Meinst du, es ist Zandvoort, Antwerpen, Rotterdam und Amsterdam? Vielleicht, ja. Also schaut mal, was sollte es denn bei Otto sein? Sag mir mal eine Stadt mit O, die es kann, es muss B oder C sein, weil ich bin mir sicher, dass Amsterdam dabei ist. Also es muss ein A sein. Okay, aber okay. Ich sag allein Rotterdam. Wegen Rotterdam, sage ich B. Ja, da stimmt. Ja, wenn es muss Rotterdam auch sein, es muss B sein eigentlich. Ja, lass einfach draufklicken oder nicht? Ja, wir nehmen einfach B. Okay, 3, 2, 1. Oh, okay. Stark, sehr stark. Gut. Sehr gut gemacht. Encanto heißt ein Disney-Animationsfilm oder Nummer 1-Hit von Dua Lipa oder Sebastian Fitzek-Bestseller oder Sebastian Vettel Bolide. Encanto ist doch. Das ist eine 64.000. Ja, aber guck mal, zum Beispiel jemand wie ich, der keine Musik hört, hätte jetzt wahrscheinlich schon Probleme bekommen. Aber ich sage B. Ach echt? Ja. So, es ist A. Disney-Animationsfilm. Ich hätte jetzt gedacht, ich kenne das nicht. Ich hätte jetzt gedacht, B, Nummer 1. Ah nee, das ist Espacito. Das ist Espacito. We Don't Talk About Bruno-Dingens. Hätte ich nicht. Auf Spotify so richtig. Hätte ich nicht gewusst. Ich hätte jetzt den Joker hitten müssen. Encanto ist das verzauberte Haus. Ja. Das ist irgendeine südamerikanische. Oh, was war es denn? Kolumbien war es, okay. Okay, ja, dann nehmen wir A bei 3, 2, 1. Falsch. Wow. Das wäre es. Okay. Lässt, glaube ich, oder? Mhm. Welche ist keine paralympische Sportart? Rollstuhl Volleyball, Rollstuhl Fechten, Rollstuhl Tennis oder Rollstuhl Basketball? Rollstuhl Basketball würde ich sofort ausschließen, weil Rollstuhl Basketball
so, glaube ich, eine der paralympischen Sportarten ist, oder? Die man immer sieht. Ja, ja, genau. Das andere finde ich voll krass. Also Fechten könnte ich mir noch irgendwie vorstellen. Fechten Volleyball würde ich mir auch vorstellen. Volleyball würde ich mir auch irgendwie vorstellen können. Kannst du dich dann nach vorne schmeißen? Weiß ich nicht. Also Tennis weiß ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Also es ist A oder C, finde ich. Ich weiß noch nie gesehen. Habe ich noch nie gesehen. Tennis kann ich mir vorstellen, aber irgendwie Volleyball kann ich mir nicht so vorstellen. Oh. Wer kennt sich mit Sport aus? Habt ihr jemanden, der sich mit Sport sehr gut auskennt? Ich könnte nur Gino anrufen, der weiß das aber nicht, glaube ich. Oh, Jay kennt so viele Sportarten, aber bei Paralympischen Spielen ist er, glaube ich, ziemlich raus. Rollstuhl, Volleyball. Das, also es gibt ja Hallenvolleyball und es gibt ja so Beachvolleyball. Und Beachvolleyball fällt einfach raus. Das geht okay, einfach Moment. Nicht. Moment, kurz logisch gedacht bei Fechten. Ja. Die sind auf Rollstühlen. Ja. Und wenn die doch, die müssen ja mit einer Hand das Schwert halten, vor und oder zurück. Wie auch immer das heißt. Genau, und mit der anderen müssen sie auch vor und zurück. Würden die da nicht immer nur in eine Richtung sich drehen oder können sie da mit einer Hand beide Räder drehen? Ja, bei Rollstuhlbasketball ist dasselbe Problem. Mit einer Hand musst du dribbeln und mit der anderen musst du. Ja, aber da können sie ja passen. Also dann passt du zu einer Person, die schon weiter vorfährt. Oh, Rollstuhlfecht. Ja, Rollstuhlfechten ist irgendwie das komischste. So. Ich finde aber Rollstuhlfechten das offensichtlichste und das der Frage dann von der Höhe nicht angemessen. Von der Höhe des Preisgelds, meine ich. Ich weiß nicht, ob wir hier in dem Bereich noch sind, wo man sich Dinge herleiten kann. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Die werden Sachen, die man sich herleiten kann, gibt es hier nicht mehr wahrscheinlich. Oder die man sich einfach herleiten kann, ohne Wissen. Okay, wollen wir... Also Rollstuhl, Volleyball würde ich mit reinnehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Rollstuhl, Volleyball nicht gibt. Das klingt so offensichtlich, dass es mit drin ist. Ja, glaube ich auch, dass es mit drin ist. Also ich finde Tennis auch schwierig. Ja. Tennis, ja. Weil da hast du natürlich sehr kurze Geschwindigkeiten, um deine Position zu verändern, im regulären Tennis jetzt zumindest. Ja. Haben die automatische Rollstühle mit so einem Joystick, kann ja auch sein. Ja, aber selbst dann hast du nicht so... Selbst dann hast du nicht diesen superschnellen Ansprint, wo du schnell in eine Ecke musst, weil du hast ja wirklich schon. Also, ist auch nicht und vor allem, so sportlich, ne, wenn es dann elektronisch ist. Ich glaube, ich hätte Rollstuhl-Tennis auch schon mal gesehen, wenn es das gäbe, oder? Weiß ich nicht. Ich habe noch nie Rollstuhl-Volleyball gesehen, nur Basketball. Basketball habe ich immer gesehen. Okay, wir könnten den Chat befragen. Ja, finde ich besser. Ich kenne niemanden, der mir das safe beantworten kann. Okay. Ich leider auch nicht. Dann würde ich den Chat jetzt fragen. Also, lieber Chat, beantwortet uns bitte diese Frage. Welche ist keine paralympische Sportart? 1, Rollstuhlvolleyball. 2, Rollstuhlfechten. 3, Rollstuhltennis. Oder 4, Rollstuhlbasketball. Und ich kriege dann gleich Text-to-Speech auf die Ohren mit den Prozentzahlen. Die sage ich euch dann gleich. Mhm. Oh, das ist super hart. Also, es geht jetzt um den Bonjwa-Chat. Da könnt ihr abstimmen, nicht bei uns im Chat. Könnt auch bei euch abstimmen, aber. Ja, ich sehe, was die Leute jetzt schreiben, weil ich ihn jetzt aufgemacht habe, wenn wir diesen Joker nehmen. Da ist eine ganz eindeutige. Also, es ist schon sehr eindeutig, was die sagen. Das finde ich überraschend, muss ich sagen. Ja. Wie, ich habe das schon gespielt. Was? Was? Rollstuhltennis? Ach, die Frage hatte ich auch schon mal in Sekunde, der Folge. Sekunde. Ach so. Ich muss noch mal bitte die Antwort. Die kam gerade, aber ich habe es nicht gehört. Ah, es ist A, also die Top-Antwort ist A mit 77%. Vor allem... Rollstuhl, Leute, Volleyball. Sind denn in einem Volleyball-Team? Das verstehe ich jetzt, glaube ich, weil. Wird schon viel Platz. Ach so, das kann ich ja gar nicht sagen, weil ich es im Chat dann gesehen habe, ne? Ich dachte, ich kann meinen Chat auch aufmachen, aber das ist ja Quatsch. Ja, also ich würde einfach das nehmen, weil ich habe jetzt keine Informationen und ich würde einfach sagen, wir nehmen's. Das ist dominant, klar. Chat hat immer recht. Okay. Und danach können wir drüber, was hat Chat gesagt, drüber reden. A mit 77%. Ja. Sehr gut, dann nehmen wir A. Okay, dann nehmen wir A.
So, und dann würde ich aber gerne, bevor wir über die nächste Frage reden, dann die Antwort, also die, also warum ihr sicher... Volleyball generell nicht im Rollstuhl gespielt wird, sondern im Sitzen gespielt wird. Und oder Sitzvolleyball. Das ist einfach Sitzvolleyball. Da sitzen die Leute, sprich, die sind halt nicht im Rollstuhl. Ach so. Und das können Rollstuhlfahrer logischerweise auch spielen, aber es ist dann halt nicht Rollstuhl. Okay. Gut, dann jetzt Chats aber wieder zu. Chats zu. Mhm. Und die Frage liest, glaube ich, Peter vor. Der Oberbayer Franz Huber ist Inhaber mehrerer Guinness-Weltrekorde. Unter anderem schaffte er die meisten Liegestützen A. auf dem Zugspitzgipfel, B. im Kopfstand, C. ohne Luft zu holen oder D. mit geschlucktem Schwert. Oh mein Gott. Das klang jetzt wie so ein Nachrichtensprecher. Ja. Oberbayer. Die Bayern. Das Krasse ist, gerade als ich den Chat gescheckt habe bei der Frage davor, die haben mir nicht die Antwort hier gesagt, aber die haben mir gesagt, genau diese Folge, diese exakte Folge mit der Zahlenreihenfolge, habe ich schon gespielt. Vor Was? 6 Monaten. Genau diese Fragenreihenfolge habe ich vor 6 Monaten schon mal gespielt. Ich kann mich an diese Echt? Frage absolut gar nicht mehr erinnern. Okay. Das ist ja witzig. Der hat mehrere Rekorde, also kann es ja auch nicht so krass sein. Wer kann mit einem geschluckten Schwert Liegestütze machen? Ja, Oberbayern schluckt auch niemand Schwerter. Das ist so ausgeflippt. Bin ich auch ausgeflippt. Also, Zugspitzen. Sind ja meine Leute, ne? Im Kopfstand. Ja, Kopfstand ist es, glaube ich, schon mal auf jeden Fall nicht. Glaube ich auch nicht. So würde ich von ausgehen zumindest. Weil das ja eine gängige Übung ist, so, und da gibt es bestimmt Leute, die sind super krass drin, und der wird nicht Franz Huber heißen, wenn er aus Oberbayern kommt. So. Safe nicht. Mhm. Ja. Also, auf dem Zugspitzengipfel ist so ein Ding, wo ich sagen würde, ja, da hat er so ein bisschen. Weil Zugspitze kannst du ja nur in Deutschland machen, oder nicht? Also, das ist ja nicht so, dass jemand aus Indien nach Deutschland kommt, geht auf die Zugspitze und stellt dann den Rekord auf. Ja, aber es kann ja trotzdem Guinness-Weltrekord sein. Ja, definitiv. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass den Zugspitzen-Gipfelrekord ein Deutscher hat, ist schon wahrscheinlicher als jetzt jemand. Du sprichst für A und nicht gegen A, okay. Ich spreche für A, ja. Ich bin der Meinung, dass B und C die Sachen sind, die Quatsch sind. So. Weil das ist ja so ein Guinness-Weltrekord, das ist immer irgendwas komplett Banane. Und im Kopfstand ohne Luft zu holen ist zu, finde ich, zu weird einfach. Wie viele Liegestützen ohne Luft zu holen zu machen, Matteo? Das ist eine gute Frage. Bist du nicht Liegestützmeister? Ich kann nicht so viel, aber ich glaube so, es kommt auch darauf an, wie lange man dann auch die Luft anhält. Ne? Also über eine Minute Luft anhalten ist, glaube ich, schon ultra hart, wenn man Liegestütze macht, meine ich jetzt. Weil man strengt sich ja an. Ich würde vielleicht so, keine Ahnung, ich schaffe 25 oder so, aber es hilft uns jetzt nicht besonders viel. Ich hatte gehofft, du machst das jetzt. Okay, schade. Ach so, nee. Ah, nice. Also ich würde hier, wir haben noch einen Joker, wir haben zwei Telefonjoker sozusagen. Einmal Telefonjoker normal und einmal den, wir fragen jemand anderen Joker, aber wo wir auch anrufen würden. Aber habt ihr da jemanden? Also ich würde jetzt gerne, also ich würde tatsächlich mein Team rausnehmen, weil ich nicht mit Telefonjoker Metagaming gewinnen will. So nach dem Motto, okay, ihr erinnert euch noch an die Frage, weil wir das schon gespielt haben. Das finde ich irgendwie so ein bisschen doof. Ja, okay. Ich weiß nicht, wen man da anruft. Ja, ich auch nicht. Das ist sowas. Also ich denke, es ist A, aber ich kann mir vorstellen, dass es C oder D sind. B, glaube ich, ist kompletter Quatsch. Naja, man könnte halt, also da geht es ja wirklich um Extremsport und wozu ist ein Körper also fähig? Da wäre jetzt der erste Gino potenziell, an den ich denken würde. Also ich kann mal, soll ich mal Gino probieren? Außer ihr habt jemand anderen jetzt, aber ja, probier gerne den Gino. Okay. Also, die könnte theoretisch auch funktionieren, reicht ja ein Liegestütz. Aber ich glaube, wenn du deinen Körper zu krass anspannst, sonst kann vielleicht Gino besser einschätzen, ist das zu gefährlich. Vor allem Erstickungsgefahr. Aber Gino kann ja dann nur so B und C ausschließen, oder nicht? Wen sollen wir sonst anrufen? Fragen. Ich kenne keinen Schwertschlucker. Ich meine, wir könnten natürlich auch einfach draufklicken. Was? Aber das, das ist dann halt auch einfach, das ist die Antwort. Ich würde gerne, da würde ich lieber den Joker noch benutzen. Ja, lass uns den Joker noch benutzen. Bei 1 Million können wir eventuell einfach antworten, weil wir es wissen. Und wir haben ja immer noch dann einmal telefonieren. Okay, ich rufe Gino einfach an, okay?
Okay. Mhm. Okay. So, kann auch sein, dass er nicht abhebt, weil der hat mich blockiert. Manchmal. Ja. Ja, mehr nicht. Ja, er geht nicht dran. Der macht wahrscheinlich gerade Liegestütze auf der Zugspitze. Aber ist das überhaupt möglich, einen Liegestütz ohne Luft zu holen? Klar. Hallo. Kannst du das nochmal zeigen vielleicht? Also ich will dich wirklich nicht baiten, aber ich hinterfrage das wirklich gerade. Ja, ohne Luft zu holen bedeutet ja einfach nur einmal einatmen, Luft anhalten und dann Liegestütze machen. Warum soll das nicht möglich sein? Frage dich. Das ist ein guter Punkt. Ist ja oft so sogar, dass du bei den Liegestützen nur atmest, wenn du gerade so in irgendeiner Bewegung bist, weil du kannst nicht normal atmen, das ist voll schwer, normal zu atmen. Oder soll man, aber... Ja, der Gino geht nicht dran. Nee, B und C halte ich für Quatsch. Beides. Okay. Matteo, hast du gerade zufällig ein Schwert da? Zufällig habe ich ein Schwert liegen. Soll ich mal beides gleichzeitig testen? Luft anhalten und Schwert rein? Ich glaube, das eine impliziert das andere. B und C, den Rekord hätte nicht ein oberbayerischer Franz Huber. So, das hätte irgendein anderer. Ja, genau. Das Input. Franz Huber ist Oberbayer. Das glaube ich nämlich auch. Aber ist es dann A oder ist es dann D? Ich glaube, D ist doch viel zu gefährlich. Naja, aber irgendjemand das macht das halt auch. Schwert ist genau. Ja nicht so. Das klingt nach Guinness Weltrekord. Genau das. Aber wenn der mehrere hat, vielleicht ist ja der, wenn der mehrere hat, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja. Dann ist der doch bestimmt nicht so das krasse Tier, dass er zum Beispiel nicht einfach angreifbar wäre mit auf dem Zugspitzgipfel. Wisst ihr, was ich meine? Dann kann doch jemand anders einfach raufgehen und mehr machen als der. Naja, das kommt halt darauf an, was die anderen Guinness-Weltrekorde sind. Also, entweder der ist der krasse Liegestützen-Dude und macht einfach überall Liegestützen und hat dadurch die mehreren. Oder der ist der krasse Schwertschlucker-Dude und macht einfach die unterschiedlichsten Dinger mit geschlucktem Schwert. Ja. Und hat dann stimmt. Also ich glaube, wenn er mehrere hat, macht er nicht so krass. Weil Schwertschlucken ist schon sehr krass. Ich kann mir nicht vorstellen, wer. Der sucht sich einfach Dinge, die noch keiner gemacht hat. B und D kann ich euch garantieren, ist nicht Franz Huber. So, glaube ich nicht. Was kannst du garantieren? Das B und D? Ich glaube nicht, dass es B und C. B und C. Ah, ich wollte gerade sagen. B und C, genau, okay, das verstehe ich. Ja gut, aber da sind wir ja schon bei dir, Les. Ne? Da musst du uns gar nicht mehr überzeugen. Ja, ja, ja. Habt ihr jemanden, den ihr anrufen könntet? Alter. Weil Gino ist bei mir raus. Ich kenne keinen Schwertschlucker. Franz Huber klingt überhaupt nicht nach einem Schwertschlucker. Das klingt so wie der generischste Bayer, den man finden konnte. Einfach. Franz Huber ist wirklich der generischste bayerische Name, den es geben kann. Ja. Franz Xaver Huber, das wär's. Boah, das ist so ein Fun-Fact-Wissen. Das ist so ein... Kennt ihr Leute, die das Buch der Guinness-Weltrekorde haben? Le Fauco wahrscheinlich. Alter, soll ich Andi mal anrufen? Ist schon ein bisschen später. Ja, Andi hat auch genau das gemacht, ne? Dieser Guinness-Weltrekorde. Vielleicht hat er das auch irgendwo gelesen. Dachte ich, ja, Franz Huber ist zu langweilig, nehme ich nicht rein. Boah, das könnte wirklich sein. Probier einfach mal. Boah, das könnte wirklich sein. Ja, komm, let's go. So spät einfach meinen Angestellten anrufen, ist auch ein bisschen schwierig. Aber let's go. Aber so Schwertschlucken ist ja schon verbreitet, ne? Das ist ja nicht so was. Echt? Hallo? Ja, also. Hallo, Andi. Es tut mir sehr leid, dass ich dich so später Stunde anrufe. Ich bin gerade live und wir spielen eine Runde Wer wird Millionär? Und du bist unser Telefonjoker mit meine ich, von Vlesk, von Matteo, von Giggles und von mir. Oh, okay, sehr interessant. Hallo. 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 So, und jetzt ist die Frage folgende: Der Oberbayer Franz Huber ist Inhaber mehrerer Guinness-Weltrekorde. Unter anderem schaffte er die meisten Liegestütze A auf dem Zugspitzgipfel, B im Kopfstand, C ohne Luft zu holen oder D mit geschlucktem Schwert. Wir sind durch unsere Feelings schon darauf gekommen, dass wir B und C ausschließen. Also hat Franz Huber die meisten Guinness-Weltrekorde bei den Liegestützen auf dem Zugspitzgipfel oder mit geschlucktem Schwert?
Na, das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt eher so aus dem Bauch raus zur Zugspitze tendieren irgendwie. Aber du weißt es nicht? Ich weiß es nicht, habe ich noch nie gehört, aber ich würde auf die Zugspitze tendieren. Zur Zugspitze tendieren, ja. Würde ich mich so entscheiden, aber ich habe keine Ahnung. Okay, das ist ein Bauchgefühl und Ehrlichkeit. Mehr brauche ich, also doch, ich hätte mir mehr gewünscht, aber das ist schon viel. Da hast du mich enttäuscht. Also vielen lieben Dank für deine Einschätzung und nochmal sorry für die späte Störung. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, stelle ich euch in Rechnung. Bis dann. Dankeschön. Okay. Aber pass mal auf. Leute, ich habe einen Punkt. Ja. Würgereiz beim Schwertschlucken. Das ist auch nicht ohne Grund, machen diesem Stehen und bewegen sich dabei nicht so viel. Weil du sonst kotzen musst wahrscheinlich. Nee, also guck mal. In die Horizontale gehen. Aber ich hab auch einen guten Punkt. Ja. Okay. Das ist mir gerade gekommen und das würde mich tatsächlich auf eine andere Antwortmöglichkeit bringen. Wenn du viele Guinness World Records aufstellst, ne? Da brauchst du irgendeine Basis, mit der du viele verschiedene Sachen machst, normalerweise. Mhm. Ist die Basis jetzt, dass er Sachen auf dem Zugspitzgipfel macht? Ist das wahrscheinlich? Oder ist die Basis, dass er einfach ein Schwert nimmt, in sich reinsteckt und dann verschiedene und dann Sachen macht und damit ganz viele Guinness World Records schafft. Oder er reist halt sehr viel und macht überall Liegestütze. Ja, das ist ein guter Punkt mit dem, sein Gimmick ist Schwertschlucken. Das finde ich auch stark. Und dann macht er einfach dauernd Sachen und dann sagen die Leute, ja gut, das ist nicht krass, aber kein anderer steckt sich ein Schwert in den Hals und macht das. Oh, das klingt voll einleuchtend. Finde ich auch. Vorhin war ja mein Punkt entweder das oder er ist halt der krasse Liegestützenmann und geht einfach auf jeden Berg und hat deswegen mehrere Guinness-Weltrekorde. Ich finde, die Argumentation geht in beide Richtungen. Ja. Ja, aber dann kann halt, das ist das, was ich meine, dann kann ja jemand, der krass, noch krasser an Liegestützen ist, da einfach hochgehen und noch mehr machen. Das ist einfacher, den zu überbieten, als mit einem geschluckten Schwert. Da würde ich dir natürlich zustimmen. Denke ich auch. Aber, ich kann mir beides vorstellen. Ich würde davon ausgehen, dass er einfach viele Sachen macht, indem er ein Schwert in sich reinsteckt. Oder dass er generell halt irgend so Richtung Zirkusmensch ist und dann verschiedene Sachen aufstellt mit Aber, einem Schwert im Mund oder einer Fackel in der Hand oder so, keine Ahnung. Ja, aber was ist, wenn Franz Huber einfach eine Hütte neben der Zugspitze hat, der wohnt da einfach und macht dann einfach alles auf der Zugspitze und dann gehört dann einfach Liegestütze dazu und die anderen Leute kommen da einfach nicht so oft hin und er macht einfach dauernd Sachen. Ah, das finde ich nicht überzeugend. Nee. Okay. Außerdem weil doch nicht jeder die Mühe, so schwer ist es nicht. Bei Guinness anzurufen und zu sagen, könnt ihr mal abchecken, ich habe gerade einen Rekord am Start. Ich wette, der hat halt dann auch irgendwie die meisten Pull-Ups mit geschlucktem Schwert und die meisten Crunches Sit-ups. Mit geschlucktem Schwert. Sit-ups. Crunches. Ich glaube, Crunch ist richtig hart, ey. Ich glaube genauso, Crunches wäre vielleicht wirklich so schwer, aber ich glaube genau solche Sachen macht er. Der steckt sich ein Schwert rein und dann macht er einfach Sachen ganz oft. Okay. Okay, wenn er vielleicht bereits liegend, ich habe das Problem, ich habe mir gerade die ganze Zeit vorgestellt, dass er ein stehendes Schwert im Mund hat und sich dann hinlegt, das stelle ich mir schwierig vor. Kann aber sein. Wenn er bereits liegt und man schiebt ihn ein Schwert rein, dann könnte ich es mir ein bisschen eher vorstellen. Also, ich finde es immer noch schwierig, weil du spannst ja schon den Körper krass an und ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Ist das so ein Ding, dass man sagen kann, Guinness World Record, ich war an dem Ort und habe da irgendwas ganz oft gemacht und dann komme ich rein, weil dann müsste es ja bei jedem Ort einfach ein World Record geben. Das ist tatsächlich eine sehr gute Überlegung. Stimmt. Weil dann also ich kann ja legit auf den Brocken gehen und dann da Liegestütze machen und sagen, ich habe die meisten Liegestütze auf dem Brocken gemacht. Das ist doch Quatsch, oder nicht? Also ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen, da war in den News, wie jemand mit seiner Nase einen kleinen Ball oder sowas auf eine Bergspitze geschubst hat. War das ein Ball? Keine Ahnung, was das war. Irgendwas hat er mit seiner Nase hochgeschubst und das war dann so ein Rekord. Also das gibt's schon, aber es war nicht ein spezieller Berg. Ja, aber da geht's dann um Höhe. Weißt du, du machst die meisten Liegestütze auf mindestens x Meter Höhe, nicht auf den spezifischen Berg. Okay, ich bin jetzt voll bei D. Ich bin voll bei D. Durch die Überlegung ich bin auch bin bei ich D. Auch überzeugt von D. Ja, der Punkt, ja, ist nicht übel. Ja. Okay, und Chiara, zu deinem Punkt. Bei Schwertschlucken ist halt einfach nur wichtig, dass dein Hals, Kopf und dein Oberkörper eine gerade Linie machen. Und das ist absolut möglich bei Liegestützen. Dass du so einfach so gerade nach oben guckst und dann runter gehst. Hilft wahrscheinlich sogar. Genau, hilft sogar, ja. Klar, nee, ich habe mir nur gedacht, wenn du dann angespannt bist, weiß ich nicht, ob du dich dann verletzen kannst und eine Luftröhre, nicht eine Luftröhre, Speiseröhre oder so. Ich weiß ja nicht, wie lang so ein Schwert ist. Aber ja, der Punkt mit dem Ort ist halt jetzt, das zweifle ich auch ein bisschen. Okay, also dann
Okay, wir ignorieren einfach Andi und klicken auf D. Zählst du runter, Matteo? Okay, ich zähle runter und dann fallen wir alle gemeinsam, falls es falsch ist. Ich bin 3, 2, 1. Oh mein Gott! Wow! 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 Oh Gott, nice. Mein Herz. Also sehr stark von euch, dass ihr das so durchgesetzt habt. Sehr stark einfach. Ja, also, ja. Sehr stark, stark. Vor allem, okay, krass. So, wer liest die Frage vor? Chiara ist dran, glaube ich. Okay. Ja. Welche ist mit über 2,4 Millionen Mitgliedern die größte evangelische Landeskirche in Deutschland? A. Bremen, B. Hannover, C. Rheinland, D. Bayern. Okay. Also bei Bayern kann es doch nicht sein, es ist doch komplett katholisch. Es kann auch nicht das Rheinland sein, würde ich sagen, weil das Rheinland ist auch katholisch. Eher katholisch. Bayern wo leben mehr Menschen? Bremen oder Hannover? Bremen. Ach nee, doch, natürlich Bremen. Ich hätte Bremen gesagt. Wer ist denn evangelisch? Jetzt so generell? Naja, im Norden tendenziell mehr Leute als im Süden. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Wo war das denn, wo Luther die Sachen dran geballert hat? Ich habe keine Ahnung. Mit über 2,4 Millionen Mitgliedern. Wie viele Menschen leben in Hannover? Naja, weder Bremen noch Hannover kommen auf 2,4 Millionen Menschen, also Einwohner. Weil wir haben nicht so viele Millionenstädte in Deutschland und ja, aber das ist ja, dann die Landeskirche. Das heißt dann von dem Bundesland, die Kirche ist dann in Hannover und da zählen dann alle von dem Bundesland dazu, da verstehe ich es falsch. Ja, aber das passt ja nicht, oder? Wait, ist Hannover eine Landeshauptstadt von was? Ich möchte darauf nicht antworten. Ja, Von Niedersachsen? Was war Hannover die Landeshauptstadt? Also ja, ist es auf jeden Fall. Ich will die Chats jetzt nicht sehen. Ich auch nicht, richtig schlecht, Alter. Ich habe Angst. Könntet ihr jemanden... Müsste, oder? Und dann Hannover. Also warum... Ich verstehe es nicht. Warum haben wir hier Bundesländer und dann einmal Städte? Ja, weil... Ja, sogar nur einmal eine Stadt, weil Bremen... Hannover ist ein... Nee, stimmt gar nicht. Warte mal. Ey Leute, ich komme nicht aus Deutschland, ne? Ihr setzt euch hier in die Nesseln. Ich also, auch nicht. Naja, aber du wohnst hier auch schon so lange, oder nicht? Nee, nicht so lange. Gerade erst letzte Woche hergezogen. okay, wollen wir jemanden anrufen, der sich besser auskennt mit Deutschland als wir? Können wir noch jemanden anrufen? Ja, weil wir haben noch den Single-Joker. Also wir haben ja den Publikumsjoker, den haben wir gezogen. Ja. Ah nee, warte mal, wir dürfen niemanden... Doch. Wir hatten einen Telefon-Joker und wir haben diesen Single-Joker, wo wir eine Person fragen. Da haben wir gesagt, da können wir dann auch jemanden anrufen. Ah. You know? Ja. Aber wer wüsste das? Alter, ist das schlecht von uns. Okay, ich traue mich schon fast gar nicht, die Frage nochmal zu stellen, aber... Hannover ist eine Stadt. Und Bremen auch. Ja, und Bremen ist eine Stadt. Gehört wozu? Bremen gehört zu... Was übernehmt ihr? Bremen. Richtig, genau. Das ist nämlich wie Hamburg. Ja, Bremen ist Bremen. Die Hansestadt genau. Bremen. Also es gibt unsere Stadt... Ja. Nein, keine Hansestadt. Das ist keine Hansestadt. Nein, okay. Aber es gibt unsere Stadt, Bundesländer, Hamburg, Berlin und Bremen. Ja, doch klar. Bremen ist ein Bundesland? Ja, klar. Aber Hannover ist kein Bundesland. Nee, Hannover. Kommt nicht Kalle aus Bremen? Keine Ahnung. Alter, ich hab grad so einen Brainlag einfach noch. Sind wir noch in deiner Spielshow? Ja, aber dann fällt doch, ja, aber ja, Bremen ist auch ein Bundesland, ja. Okay, ich könnte sind das dann genug Leute überhaupt? Weil für 2,4 Millionen Mitglieder. Genau, weil Bremen ist ein kleines Bundesland. Ja, mini. Okay, ich tendiere zu Hannover. Ja, Bayern. Warum? Bayern würde ich weniger. Weil. Da können wir Edo anrufen, oder? Wie viele? Edo? Der wohnt in Hannover, aber der weiß auch nicht, was. Ich würde Maurice anrufen, weil der kennt sich einfach irgendwie mit vielen Sachen aus. Ja, stimmt. Nicht? Okay, Maurice, frag den nochmal so Grundsatzfragen dann auch so. Ja, ich frag mal, Maurice, ist Bremen eine Stadt? So, ich ruf ihn mal an. Oh ja, das kann ich euch beantworten. Das ist richtig. Okay, gut. Ich rufe Maurice an. Oh, ich nehme mir das nicht übel.
Stadt, aber auch ein Bundesland. Moment, Matthias, hast du nicht letztens die Bundesländer aufgezählt? Ich wusste 12 von 16. Also ich, so langsam kommt es mir auch wieder, dass Bremen wirklich ein Bundesland ist. Ja. Aber Bremen hat doch auch die Rheinland ist, by the way, auch kein Bundesland, ne? Bremen, Hamburg und Berlin. Genau, Rheinland ist so ein Gebiet, das ist wie so... Ja, ein Teil von Nordrhein-Westfalen. Maurice, entschuldige bitte die späte Störung. Wir sitzen hier schon wieder bei Günther Jauch und wir sind ahnungslos. Könntest du uns kurz aushelfen? Okay, also pass auf. Ich formuliere die Frage und ich hoffe, du bist davon nicht so verwirrt wie wir. Es geht um 1 Million Euro. Nur zur Sicherheit. So, also, ich lese vor. Welche ist mit über 2,4 Millionen Mitgliedern die größte evangelische Landeskirche in Deutschland? Bremen, Hannover, Rheinland oder Bayern? Also die größte. Ja. Also erstmal ganz kurze Frage. Weißt du, wie viele Menschen in Bremen wohnen? Ungefähr so? Ja, genau. Matteo, wir hören ihn übrigens nicht. Ihr hört ihn nicht? Nee. Nee. Was? Ihr hört ihn nicht? Hört... Ich hab ja Lautsprecher an. Also, warte mal, Maurice. Hört ihn jetzt? Ja, mhm. So abgehakt. Muss er wiederholen, was er sagt. Ja. Okay, ich wiederhole euch gleich dann, was er gesagt hat, was der Konsens war. Okay. Mhm. Also. Oder könnte es eine Fangfrage sein, weil Bayern so groß ist und so viele Menschen in Bayern wohnen? Man denkt immer, Bayern nur katholisch, aber das einfach. Es sind irgendwie 5 Millionen Katholiken und 2,4 Millionen Evangelisten? Ist es möglich? Oder? Ja, möglich ist es. Ja. Mhm, okay. Ja, aber also wir haben schon, Rheinland ist halt kein Bundesland, aber es ist halt so ein Gebiet, so was um den Rhein so großflächig rum ist. Lol, Rheinland-Pfalz, ich Idiot. Ja, aber da fiel ja Pfalz. Ja, nee, das ist schon richtig, aber ich dachte die ganze Zeit an Nordrhein-Westfalen. Ach so. Ja. Ja. Irgendwie glaube ich doch, dass es Bayern ist. Wieso Bayern? Weiß ich nicht, ich hatte sehr viele in meiner Schule, die evangelisch waren. War schon fast ausgeglichen. Ja, also sag einfach, zu was du am ehesten tendierst. Kommst du aus Bayern? Aus Franken. Die besseren okay. Bayern also. Ja. Okay, alles klar, gut. Alles klar, dann danke ich dir für deine Antwort. Sorry für die späte Störung und noch einen schönen Abend. So, okay, also passt auf. Ja. Maurice meint, Bremen und Hannover kann er sich irgendwie nicht vorstellen, dass man da 2,4 Millionen Leute zusammenbekommt, außer es ist so eine komische Zählung, dass man dann einfach alle umliegenden Sachen zusammenfügt in dieser Stadt oder halt in Bremen. Und das würde er komisch empfinden. Sein Tipp ginge jetzt zu Rheinland, weil er denkt halt, da sind genug Einwohner, das ist rechtfertigt und weiß nicht. Also, wie sicher war er sich denn? Gar nicht. Also wirklich null. Er hat genauso, so in etwa so wie wir. Also hat versucht, so irgendwie abzuschätzen, wie viele Leute da leben, aber okay. Da ist leider gar nichts, da war keine Sicherheit drin. Chiara ist noch so ein bisschen Richtung Bayern wieder gewandert, weil sie selber aus dem Bundesland kommt und da recht viele, doch erstaunlich viele evangelische Christen waren, was ich gar nicht gedacht hätte. Chiara, aber es war schon selten bei mir. Echt? Also bei mir war es schon fast ausgeglichen. So. Aber wie viele Menschen leben in Bayern?
Wisst ihr das ungefähr? Schon einwohnerstark grundsätzlich von allen Bundesländern, oder? Ja, ich glaube, nach Nordrhein-Westfalen am dichtesten oder die meisten Menschen, oder? Mehr als 8 Wer werden das denn sein? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, so 5 bis 7 Millionen. Ich hab keine Ahnung, wie viel. Ich denke, 8 Millionen sind in Bayern. Wenn es 8 Millionen sind, dann sind doch 2,4 Millionen evangelisch gar nicht so weit hergeholt, oder nicht? Ja, du hast ja nicht nur Katholiken, du hast ja auch noch, weiß ich nicht, ganz viele andere Menschen. Konfessionslose und andere. Ja, aber. Da ist 2,4 schon relativ hoch, finde ich. Ja, okay. Ja, aber in Bayern leben doch mehr Leute als im Rheinland. Ich weiß halt nicht, was zu Rheinland alles dazugehört. Ja, ich dachte vorhin an Nordrhein-Westfalen, aber ich glaube, das war absoluter Bullshit. Es müsste also ein Teil von Rheinland-Pfalz sein und da leben doch nicht viele Leute, oder? Wahrscheinlich nicht. Ja, Da sind ganz viele Weinberge. Wie ist Rheinland als Landeskirche definiert? Tja, so genau weiß ich das auch nicht. Vielleicht unterscheidet sich das auch. Oder kann klein sein. Okay. Ich tendiere jetzt auch zu Bayern. Aber es gibt halt auch viele Muslime, ne? Ich weiß nicht, ob 2,4 zu viel ist. Es wirkt super. Ich denke, Bremen und Bayern sind Quark. Okay. Du glaubst, Bremen und Bayern sind Quark. Okay, also du. Ja. Aber Hannover. Bayern bin ich mir nicht ganz sicher, aber Bremen würde ich rausnehmen. So, warum heißt es dann Hannover und nicht Niedersachsen? Genau, das verstehe ich nicht. Warum die größte Landeskirche? Landeskirche Hannover. Als ob die Niedersachsen 2 haben, da ist nix. Landeskirche Hannover. Landeskirche Rheinland. Also Bremen können wir, glaube ich, safe ausschließen, weil es einfach zu winzig ist dafür. Mhm. Aber Hannover würde ich halt auch, weil Hannover ist halt eine Stadt. Ja, bin ich bei dir. Ja, die einzige Argumentation wäre, das ist die einzige in Niedersachsen. Aber selbst dann würde ich es ausschließen, weil das viel zu viele Menschen sind für Niedersachsen. Aber vielleicht ist es so ein Fun-Fact, weil es total krass ist, dass in Hannover 2,4 Millionen Evangelisten sind. Kann ja sein, dass die Landeskirche Hannover einfach ein riesiges Einzugsgebiet hat. Ja, das wäre die einzige Erklärung. Aber das kann beim Rheinland ja genauso sein. Bei Bayern und Bremen kann ich es mir gar nicht vorstellen, tatsächlich. Ha, interesting. Also ich würde sagen, Bayern hat zumindest die meisten Leute insgesamt von allen vier Dingen, die da stehen. Das stimmt. Ja. Aber würde die katholische Kirche sagen, nee, Bayern ist katholisch, hier die evangelische Landeskirche darf gar nicht rein? Haben die so ein Territorium oder sowas? Denken, dass Bayern dominant katholisch ist, würde ich zumindest von ausgehen. So. Stimmt, ist und schon. Dann bleibt ja nicht viel, also wahrscheinlich schon auch sehr viele Evangelisten, aber 2,4 Millionen klingt halt sehr viel. So. Okay, Dann habt ihr mich jetzt von Bayern wieder weg. Okay, ich bin C bin ich oder D. Also da Vlesta aber für D eher ist, tendiere ich dadurch Vlesta ist, glaube ich, nicht bei D, oder? Nein, gegen D, Entschuldigung. Gegen D, ja, genau. Genau, also da ich zu C oder D tendiere und Vlesta gegen D ist, wäre jetzt ich wieder beim Rheinland, was ja auch Maurice gesagt hat. Ja, Maurice hat es auch. Also wie gesagt, aber nur vom Gefühl her, ne? Okay, Chiara, wenn du eins wählen müsstest, was würdest du nehmen? Oh, ich bin gerade zwischen C und B. Ich weiß nicht, ich finde halt irgendwie, wie kommt man sonst auf Hannover? Das finde ich auch so. Guck mal, wenn du Redakteur bei Wer wird Millionär wärst und würdest du diese Frage konzipieren, würdest du dann Hannover da reinnehmen irgendwie? Das klingt so komisch. Ja, aber das kannst du ja immer herholen. Die Eltern in Hannover oder so. Ja, aber guck mal, wenn es Hannover wäre, würdest du dann nicht die anderen Antwortmöglichkeiten München, Hamburg und Frankfurt machen oder sowas? Okay, das Ich gehe schon davon aus, dass es einfach tatsächliche Landeskirchen sind und da kein Bait drin ist. Ja, ja. Okay. Dass die halt einfach so heißen und dass es keinen Grund hat. Also es kann ja auch die größten, die wir gerade sehen. Ja, ich auch von ausgehen. Okay, dann wir machen es jetzt wirklich so. Jeder sagt jetzt das, was er am ehesten nehmen würde, dann nehmen wir das einfach, weil wir können es einfach nicht mehr logisch herleiten, glaube ich. Wer von euch ist für Rheinland? Ich bin jetzt inzwischen für Rheinland. Ich auch. Durch euren Einfluss und meine Gedanken bin ich irgendwie bei C gelandet. Chiara, was sagst du? Okay, in der Schule hätte ich gesagt, Mann, der Lehrer, warum macht der Hannover rein? Das ist so weird, das ist es bestimmt. Aber ich lag immer falsch, hatte schlechte Noten. Also ich bin jetzt bei euch, C. Ja, also lässt kein Veto. Du gehst bei C mit?
Oder sagst du nee? Ich weiß es nicht, ich würde auch zwischen B und C raten. Moment, aber bist du wieder bei D jetzt? Nee, D ist ja nicht. Zwischen B und C würde ich raten B wahrscheinlich. Ah, oh, jetzt habe ich dich wieder falsch verstanden, okay. Also Bremen und Bayern denke ich nicht so. Aber wenn Bayern es nicht ist und ihr sagt, der Westen ist auch eher katholisch. Weißt halt, also Hannover klingt halt so weird einfach, weil es sind, weil du im ersten Moment denkst, Hannover ist viel zu klein. Mhm. Aber Bremen und Bayern sind ja Bundesländer. Bremen logischerweise auch eine Stadt. Wie viele Einwohner hat denn ungefähr Hannover? Kann sich das irgendwer... Keine Ahnung. Das ist keine Millionenstadt. Ja, das glaube ich auch nicht. Nee, safe nicht. Also ich glaube sogar, dass es ordentlich weit weg ist von einer Million. Okay, dann nehmen wir C. Okay. Oder wollt ihr noch... Ey, wir müssen es nicht nehmen, aber... Nee, das Problem ist, ich weiß es ja auch nicht besser. Ja, wobei, die Mitglieder müssen ja nicht in Hannover sein. Das ist ja nur die Kirche. Die Mitglieder können richtig. Ja auch in anderen Städten sein. Aber ist jetzt ja, auch du, drumherum nicht ja. Das dicht besiedelste Gebiet ever. Aber das Rheinland ist es auch nicht. Aber das ist wenigstens das komplette Rheinland. Ich weiß nicht, wie groß der Einfluss ist. Ich weiß auch nicht, ey. Auch nicht. Aber würde man... Warte mal, aber ey, denkt okay, ihr nicht, dass es dann mal. So eine Landeskirche Köln gibt zum Beispiel? Ey, genau. Ich bin nämlich auch gerade dabei, so... die größte evangelische Landeskirche ist einfach so wo sind die meisten gebündelt? Und dann würde ich auch eher sagen, das ist doch was im Norden, weil der Süden so katholisch ist. Und dann ist vielleicht eine Kirche im Norden, die steht von mir aus irgendwo in Hannover oder Bremen. Und dann ist es alles so, alle sind dann da in der Landeskirche, weil es halt die eine große ist, wisst ihr? Ja. Mhm. Oh mein Gott, jetzt bin ich schon wieder von. Das ist halt auch eine gute Argumentation so. Ich finde Rheinland so weird. Das hätte ich gar nicht genommen am Anfang. Ich bin auch so eigentlich so gar nicht da, sondern wir haben eher so die anderen Sachen ausgeschlossen und dann bin ich da ja. Gelandet. Ich bin jetzt für B. Ich auch. Ich bin jetzt auch wieder bei Hannover. Ja, ich habe gemutet schon gesagt, ich würde eher B statt C nehmen tatsächlich. Aber ich wollte okay. Nicht wehtun. Okay, let's go, dann lass B nehmen. Okay, wir nehmen B bei 3. 1, 2, B ist Bayern. 3. Wir haben eine Million! Was? Aber warum Hannover? Oh, krass. Vor allem, wie wir schon gesagt haben, ja, okay, wir nehmen C und dann sind wir nochmal umgeschwenkt. Ja, oh mein ja, wir Gott. Hatten, erstmal hatten wir Bayern, weil Bayern einfach groß ist. Ich gucke jetzt ja, Hannover. Ja, so wie ist das jetzt? Die vier, die kurz überlegen Hannover mussten, ob Bremen überhaupt ein Bundesland ist, schaffen eine Million bei mehr Millionär. Landeskirche Hannover. Oh mein Gott. Hannover hat 500.000 Einwohner, sprich, das muss so ja, ein ja, komplett ja. Krasses Einzugsgebiet sein, oder? Hier wird geschrieben, die sind alle ziemlich close zusammen. Alle außer Bremen haben über 2 Millionen. Hannover 2,4 Millionen, Rheinland 2,39 Millionen. Was? Und Bayern 2,25 Millionen. Das war also ultra knapp. Dann haben wir wirklich nur geraten. Ja. Also unsere Herleitung hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Es war einfach nur so ja, ein ja, bisschen ja. Schon. Komm, ja, schon wir sind schon super smart. Guck mal, wir haben jetzt ja. First Try, haben wir das. Und obwohl unser Telefonjoker was Hannover, anderes gesagt hat. Hannover hat ja so ein riesengroßes Einzugsgebiet. So. Ist Hannover, ja. Osnabrück, Ostfriesland, Stade, Lüneburg. Ja, also dann wahrscheinlich komplett Niedersachsen, oder? Wenn es die Landeshauptstadt von Niedersachsen ist. Wow, aber ich ja, finde also das ist... ziemlich, denke ich. Also besser hätte es nicht laufen können. So, dass wir nochmal komplett umschwenken, ganz kurz davor und dann ist es richtig. Das ich denke, das wird verfilmt werden auf Netflix. Oh Mann. Wie wir auch beide Male uns dann gegen die Telefonjoker entschieden ja, haben. Ja, das stimmt. Ja. Wow. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Alter, das hat mich fertig gemacht. Ja, mich auch.